Also hier sind wir im Süden Frankreichs, Montségur. Ségur, das ist der französische Name für Sigurd oder Siegfried. Er hat damals die Siegfried-Saga abgespielt. Der kam aus Alphen am Rhein in den Niederlanden. Und der hat hier, also die Drache hatte hier in Montségur, hatte die Drache getötet. Und ja, also später gab es dann die Katan, Simon de Montfort, da hat sie alle umgebracht, de Montfort, das heißt die starke Bergen, das ist Oktogon, die Schweiz natürlich, und die Templer, und naja, die sind hier 1244, hat man sie alle verbrennt hier, Frauen, Kinder, Männer, alles, alle. Also so weit, auch so, wenn man sich so weit noch versteckt, sie finden dich. Und die Schweizer haben irgendwie immer ihre Finger da drin. Und in 1218 eigentlich ist de Montfort ist er schon gestorben. Aber dann hat er schon ziemlich viel Schlimmes angerichtet. Und ja, es gibt natürlich Jonestown, Waco. Ne? Versuch nicht, einen Staat in einen Staat zu gründen. Dann wird es dir schlecht vergehen. Ne? Und naja, natürlich gab es auch die Zeugen Jehovas, die sind alle umgebracht worden, damals in KZs und so, von den Schweizern finanziert worden. Die haben ja den Adolf finanziert, ne? Also, Le Montfort, ja, die haben ja jemand geschickt, der sich auskennt hier mit den Bergen, Le Montfort. Weil hier ist alles Bergen, hier, es ist unglaublich, hier, es ist kalt. Und, ja. Also Oktogon, Le Montfort, die starke Bergen, das ist das Reich des Bösen. Nirgendwo kannst du dich verstecken für den, vor dem, pardon. Und ganz da oben habe ich mal geschlafen, vor 20 Jahren, in 1992, aber dann habe ich noch keine Kamera gehabt und gab es noch kein YouTube, ne? Montségur.